Schalke interessiert. Nikola Müller war in den vergangenen Jahren einer der wenigen Leistungsträger in der Offensive des HSV. Diese Saison fehlt er verletzt und könnte bald schon ganz den Club verlassen. Der FC Schalke 04 ist Berichten von Bild und Sportbild zufolge an Nikola Müller vom Hamburger SV interessiert. Der Vertrag des zweifachen Nationalspielers läuft zum Ende der Saison aus. Er könnte also ablösefrei wechseln. Hinzu kommt, Müller und Schalke-Manager Christian Heidel kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in Mainz, 2011 bis 2014. Müller hatte am ersten Spieltag beim 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg getroffen, sich dann aber beim Jubel einen Kreuzbandriss zugezogen. Seitdem hat er kein Spiel mehr absolviert. Nun könnte er der erste Star sein, der den Club angesichts des drohenden Abstiegs verlässt. Müllers Vertrag beim HSV stand damals kurz vor der Verlängerung. Der Aufsichtsrat stoppte den Deal aber wegen der schweren Verletzung. Müller, der sich auf dem rechten Flügel am wohlsten fühlt, ist seit Jahren einer der Lichtblicke beim HSV. Vergangene Saison erzielte er 5 Tore und bereitete 7 weitere vor. Vor 2 Jahren sind es gar 9 Treffer gewesen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.